Ahoi Brause-Fans und Eis-Sandwich-Fans, aufgepasst, jetzt gibt's das Ahoi Brause-Eis-Sandwich und das probieren wir jetzt aus und ich bin gespannt, ob's ordentlich prickelt. Willkommen bei Foodshow, Jan Forschmann hat das gesehen. Ahoi Brause-Brause-Eis-Sandwich. Man muss hier genau aufpassen, was man sagt. Es ist ja nicht nur ein Brause-Sandwich, es ist ja ein Eis-Sandwich. Ja, und das gibt es ab sofort zu kaufen bei verschiedenen Supermärkten. Ich gibt es vereinzelt schon bei Rewe, bei Kaufland. Müsst ihr mal ein bisschen da die Augen drauf aufhalten. Oder wenn mal fragen, lieferbar ist es auf jeden Fall. Ja, und ihr bekommt hier ein Himbeereis mit Waldmeistergeschmack und Zitroneneis zwischen zwei Waffeln, teilweise überzogen mit einer Fettglasur mit Zitronengeschmack und Brausepulver mit Zitronengeschmack. Ja, das ist es. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Videos. Nein, natürlich gucken wir uns das nochmal genauer an. Ich gucke mal genau mit euch auf die Zutaten und Nährwerte. Wir haben also entrahmte Milch mit Molkeerzeugnis, Zucker, pflanzliche Fette, Espalme und Kokos. Das ist leider mit drin. Himbeerpüree ist aber wirklich drin. Es ist wirklich Zitronensaft enthalten. Aroma, das wird dann Waldmeister, denke ich mal, sein. Hier wird kein richtiger Waldmeister enthalten sein. Aber wenn man so durchgeht, ist es okay von den Zutaten. Also habe ich schon schlimmer gesehen. 6 Stück sind hier drin mit 90 Gramm. Hat 143 Kalorien auf 100 Gramm. Eins hat ungefähr 90 ml. Okay, ah doch, ist auf 90 ml. Ach, sorry, habe ich nicht gesehen. Also nicht auf 100 Gramm, sondern auf 100 ml sind es 143 Kalorien. Und 90 ml hat so eine Sandwich-Waffel. Ja, und sonst ist es das halt, ne? Mehr kann man groß nicht sagen. Ich mag diese Ahoi Brause-Produkte. Wir haben ja schon einige getestet. Hier oben mal das Ahoi Brause im Becher. Das fand ich gar nicht schlecht. Das fand ich echt eine erfrischende Geschichte mal. Und dann gab es, glaube ich, noch irgendeins. Ne? War das der Brausestab oder so? Habe ich den auch getestet? Ich glaube schon, oder? Wenn ja, ich blende es mal ein. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ja, ist jetzt hier oben im Video. Also wir haben ja schon einige Ahoi Brause-Produkte ausprobiert. Und die fand ich bisher immer so alle gut, erfrischend. Am besten war aber, glaube ich, der besser mit den Brauseperlen. Ich bin jetzt gespannt, was das Sandwich kann. Ihr kriegt jetzt eine kurze Nahaufnahme und dann werden wir es probieren. Ja, und hier haben wir sie jetzt. Das Ahoi Brause Sandwich, Eis-Sandwich. Hier sehen wir also die verschiedenen Waffelschichten oder Eisschichten. Ganz normal, wie man es kennt. Eine sehr, sehr orangene Waffel, aber passt auch irgendwie. Und das ist halt dieser Überzug aus Zitrone mit dem Brausepulver drin. Ja, mehr ist es nicht. Das ist wirklich ganz einfach gehalten. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Ich habe hier mal die Brauseseite auch angeschnitten. Dann können wir das mal ganz gut sehen. Aber wir sehen halt Himbeere, wir sehen halt Waldmeister. Das wird Zitrone sein. Und jetzt probieren wir es aus. Oder war es Zitrone? Nicht, dass ich mich ja vertue. Ich gucke gleich nochmal sicherheitshalber. Und bin gespannt, wie das jetzt gleich schmecken wird. Und jetzt ist es soweit. Wir können es probieren. Wie gesagt, wir können nicht viel sehen. Es ist natürlich schon von der Farbe schon speziell, ne? Also dieser Farbton von dieser Waffel, der ist schon krass. Also das ist jetzt nicht irgendwie am Video, weil wir seht das ja, ich sehe ja auch ganz normal aus. Aber dem Verhältnis ist das echt schon ein Farbton, der ist speziell. Ich nehme jetzt mal das angeschnitten, das andere kann ich dann gleich nochmal in Gefrierer tun. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das schmeckt. Oder ich nehme jetzt mal das Stück, was hier offen liegt. Das schmilzt eher am meisten, da ist ja eh einmal alles drin. Mal gucken, ob das also gut prickelt und gut schmeckt. Also du hast alles dabei. Du hast die Brause, aber die ist nicht zu präsent, aber die ist die ganze Zeit so ein bisschen da. Du merkst diesen ganzen, Sauercharakter. Es schmeckt aber typisch halt nach Ahoi-Brause. Du schmeckst diese Himbeerwaldbrause, diese Himbeerbrause raus, du schmeckst die Waldmesse raus, die Zitrone und typisch so wie immer von diesen Tütchen und Kautabletten auch, oder Kautabletten, diese Trajets oder die es von denen auch gibt, die, oder diese Zuckerdinger. Also es schmeckt wirklich genauso, wie man es von Ahoi-Brause gewohnt ist. Also, das ist echt gut. Es ist sauer. Es ist jetzt nicht dieser mega Hochgenuss. Es ist einfach ein lustiger Snack, den man sich vielleicht mal ab und zu gönnt. Ich finde das ganz schön geil, weil ich mag dieses mit dem Sauren einfach. Mal gucken, wie es mit der Waffel schmeckt. Die Waffel ist nicht zu matschig, aber auch nicht zu trocken. Das ist so ein gutes Mittelding. Aber da
hast du dann halt nur noch das Fruchtfeeling, ne? Es fehlt so, es müsste in der Waffel, glaube ich, auch noch Brause sein. Irgendwie müsste da noch Brause mit drin sein. Aber so ist das nicht schlecht. Es ist lecker, es macht Spaß. Ich hau mir das jetzt einmal komplett kurz weg. Aber, boah, kalt. Der Geschmack ist einfach so typisch Ahoi-Brause. Der ist nicht zu süß, der ist aber trotzdem da. Du schmeckst dieses Milchige. Also es ist lecker. Ich würde es mir wiederholen. Und ich sag, ich fände es noch geiler, wenn wirklich hier hinten auch noch ein bisschen Brause wäre. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Aber sonst finde ich das super. Also, punktemäßig. 'Ziehe ich dafür jetzt einen halben Punkt ab, dass hinten keine Brause ist? Ahoi-Brause? Ja, komm. Also Ahoi-Brause braucht auch hinten Brause. 4,5 von 5. Aber es ist fast eine 5 von 5. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Ich finde es super lecker. Also ist für mich ein toller Snack. Ich lege es euch mal ans Herz. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Das Ahoi-Brause-Brause-Sandwich. Wenn ihr Ahoi-Brause-Geschmack mögt und den Brausepulver-Feeling, diese saure, ist das was für euch. Ich sage jetzt danke fürs Food-Schauen. Wir sind in eines der nächsten Videos. Ich bin gespannt, ob ihr es schon probiert habt oder ob ihr es probieren werdet. Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Food-Schauen. Ciao. Euer Bob.